willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy in Ant's First Kingdom. So, ich bin mal gespannt, was hier jetzt so abgeht. So, flieg mal weiter. Ah, super, das Vieh passt da auch rein. Oder auch nicht. Einfach mal ein bisschen anschubsen, dann geht's. Nee. Nein! Was soll denn das? Okay. Hab's verstanden. Eine Escort-Quest. Okay. Dieses kleine süße Ding sucht nämlich ein Mädchen mit blauen Haaren. Und wir helfen ihm ein wenig dabei, anscheinend jetzt gerade in diesem Moment. Und bong, durch da. Ey, das gibt's nicht. Wie frech. Und jetzt? Irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Vor allem meine Life-Points sind so dermaßen miserabel gerade. Ah. Aber er wird mir ganz sicher bei dem Ding hier helfen. So, du kommst da jetzt irgendwie so durch. Ich stupse dich da durch. Und jetzt öffne. Yay! Geht beide hoch. Yay! Doppel-Yay! Das hast du so gut gemacht. Du kleines blaues Flauschding. Seufzt. Sie war nicht da drin. Aber danke für deine Hilfe. Gib nicht auf. Du wirst sie sicherlich bald finden. Du hast recht. Danke, mein Freund. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Kannst du mir noch meine Lebenspunkte wieder auffüllen? Das wäre großartig. So. Ja, es war klar, dass es hier einen Weg nach oben gibt. Oh! Ja, okay. Gotcha. Alles klar. Alles ist gut. Alles im... Wow! Wow, 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 wow. Pass mal auf. Oh. Wie ätzend. Okay, okay, okay. I got this. Oh. Dieser Wechsel an dieser Stelle ist richtig bibäbä. Nee. Vor allem, ich muss hier hoch und muss dann diesen Wechsel machen. Ich hab da so eine bessere Idee. Klatsch. Oh, Schwein gehabt. Was ist hier? Heißer Geysir, voraus. Lass dich nicht in einen leckeren Kochschinken verwandeln. You don't say, Mr. Obvious. Wow, das war knapp. Okay, wir sollen hier runter, heißt es. Ich gehe da lang. Okay.
Okay, was passiert hier? Was ärgerlich ist, sind nämlich definitiv meine Life Point und die Tatsache, dass ich hier unglaublich viel, ja gut, ich habe zumindest mehr Life Point, dass ich hier diese Stacheln gerade noch auf dem letzten Drücker gesehen habe. Aber wirklich auf den letzten Drücker. Ach komm, das meine ich mit... Die machen manchmal so ein random Schissel, diese Gegner. Okay, ich stelle mir gerade die Frage, ob ich da wirklich hoch muss. Oder ob das einfach nur... wie dem auch sei. Hier! Leb in meinem Gift, du Drecksvieh! Ne? Schwein gehabt. So, die Frage ist... muss das sein? So, das hat funktioniert. Nö, das muss gar nicht sein. Es war einfach nur schön, um meine Skills nochmal ein bisschen auf die Probe zu stellen. Hier muss ich rein. Bumm. Naja, zumindest bekomme ich hier viel Kohle, wenn schon keine Lebenspunkte. Pro. Oh, eine Kiste. Was haben wir denn hier? Irgendwelche coolen Boots. Das ist schön. So, Eisstiefel. Mit diesen arktischen Stiefeln überquerst du unbeschwert alle heißen Oberflächen. Sicher? Okay, Doppelsprung habe ich. Oh. Das hilft unglaublich. Sehr schlecht. So, jetzt muss ich einmal hier hoch, glaube ich. Und hier war nämlich noch irgendein Kram. Okay, das erklärt jetzt diese Nummer mit der... Och, komm, echt. Egal. More life! Jetzt aber. Ja, ja, wir haben verstanden, die Lava kommt hoch. Ausgetrickselt. Okay, hier komme ich jetzt nicht mehr weiter. Och komm, echt. So, jetzt aber. Hab dich. Weiter geht's. Und... oh, ich glaube, ich müsste hier lang. Es ist zwar mega gefährlich an dieser Stelle. Ja, ich... kann die Verwandlung damit ein bisschen... verbessern oder vereinfachen. Aber dann muss ich innen drin durchschalten. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Deswegen dachte ich mir, ich lasse das jetzt einfach mal lieber so. Boah. Klumpige Steuerung gerade hier.
Na komm. Okay, das war's. Ich werde jetzt definitiv... Hoppa. Ich werde jetzt doch die andere Seite nehmen hier. Die sieht ein bisschen freundlicher aus. Und da kommt mein Freund, die Lava. Der Boden ist Lava! Das ist nicht mal gelogen. Bounce! So. Wo kann ich denn jetzt hier als nächstes lang? Ne, ich glaube hier irgendwie noch nicht. Oder? Also irgendwas ist in diese Richtung. Nein! Oh. Ich dachte schon, das wäre das Ende. Es war aber nicht das Ende. Es war erst der Anfang, denn hier komme ich definitiv drüber. Haha. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, außer dieser Kiste da. Aber hey, eine Kiste mehr. Was soll's? Ah, schon wieder so ein Steinchen. Sehr, sehr toll. So, für den Fall, dass man nicht den richtigen Stein hat. Geht's hier noch irgendwie hoch? Nee, hier geht's nicht hoch. Hier geht's auch nicht weiter oder so? Nee, hier gibt es nur diesen einen Weg in der Mitte nach links. Den holen wir uns doch mal, oder den versuchen wir mal. Ah! Hä? Aber das war doch der Trick bei der Sache. Bescheuert ist das, dass ich an dieser Stelle... Ernsthaft, muss ich extra auf Schweinchen wechseln, nur damit ich hier runterkomme? Super. Okay, aber es hat ja dann doch irgendwie funktioniert. Upsa. Ha, das ist auch gut zu wissen. Das heißt... Ups. Mit dem komme ich hier auch voll krass voran. Geil. Das finde ich herrlich. Das heißt, hier komme ich jetzt lang. Geil. Und abspeichern. Oh, ich dachte mir gerade so, okay, hier komme ich durch, no prop, alles gut. Aber nee. Hässliche Viecher wollen hässlich bleiben. Und ihr seid richtig hässlich. Ey. Diese paar hässlichen Millimeter. Ist mir jetzt egal. Achso, da kann ich gar nicht lang. Okay, wieder ein Stückchen weiter. Und war hier nicht gerade eben irgendwas? Nee, das sah nur so aus. Wow, okay. Das ist fucking freaking me out. Woo! Nee. Fuck der Chisel.
abwarten, abwarten. Jetzt geht's weiter. Und... Lucky one. Knapp. Schnell runter. What? Alter, was? Was für ein dreckiger Abfuck war das denn bitte? Ach komm, hier kann ich mich gleich wieder drauf gehen lassen. Vor allem, genau, nur weil ich... Ich versuche, diese ollen Steinchen zu kassieren. So. Ganz langsam, ganz behutsam. Alles wird gut. Alles wird gut. Lass der Wut freien Lauf. Lass der Wut freien Lauf. Nein. Nicht der Wut freien Lauf lassen. Alles wird gut. Alles wird sich ändern, wenn ich Pro bin. So viel zum Thema. Fuck that! Komm, drauf geschissen. Die Life Points sind es mir echt nicht wert. Einzig gut an dieser Nummer ist, dass ich zumindest ordentlich Kohle kassiere für den Mist, den ich hier verbocke. Alter! Dann kann man auch noch zwischen diese Lavasäulen fallen. Alter, ist das euer Ernst? Ist das hier jetzt gerade euer fucking Ernst? Okay. Alter! Ja, toll. Brauche ich nicht. Ich brauche kein Geld. Ich habe genug Geld. Ich habe genug Geld, um mir ein ganzes Dorf zu kaufen. Mann! Okay. Und... Boah. Ich bringe hier gleich eine ganze Fick-Trillion von Klingen. Ein Lebenspunkt dazu. Widerlich. Ey. Ein fucking Hit. Alles wird gut. Fick dich, du Drecksflugviech!
Okay. Und meine liebste Stelle im Spiel. Ey, wie man hier fuck nochmal zwischen diese Kack-Dinger fallen kann. Das war blöd. So, stirb! Stirb! Nein, ich will das Geld nicht. Da war ein Lifepoint. Ich hab's noch bekommen. Haha! Runter da. Und du krepier einfach nur. Lass mich in Ruhe. Okay, die große Frage, die ich mir jetzt stelle, ist... Okay, hat funktioniert. Ich bin stolz auf, mehr. Und klack. Ach komm, als ob. Fuck you. Oh. Sehr schön. 3 von 4. Was haben wir denn hier? Achso, das war nur die Schmiede. Oh. Fuck yeah! Da oben ein Schluck Kaffee, der ist schon kalt geworden. Du kommst zur rechten Zeit. Ich habe gerade eben erst freigelegten Bilder studiert. Angeblich ist der Stamm zu tief in den Vulkan eingedrungen und hat ihn sehr verärgert. Was bedeutet das? Das weiß ich leider auch nicht so genau, mein Junge. Die Ritzzeichnungen weisen außerdem auf eine seltsame Kombination hin, die mich rätseln lässt. Okay. By the way. Wir können ja... Sehr witzig. Wir können ja hier oben unsere Sachen upgraden, fällt mir gerade auf. Dann lass doch mal diese Eisrüstung weiter aufbessern. Weil, ich meine... Why not? Kommt schon. So. Die Waffe können wir einmal aufwerten. Los, was soll's? Was kostet die Welt? Eisblöcke auf Wasser erschaffen. Wie geil ist das denn? Hier müssen wir noch ein Eisarmband finden. Ich würde sagen, das holen wir uns doch direkt. By the way. Okay, hier ist nichts. Ich wollte das nur mal herausfinden. Denn hier haben wir nämlich zumindest schon mal einen Teleporter. Und mit dem düsen wir mal zum Dorf Eria. Im Dorf Eria müsste es ja... Gibt es ja diesen Waffenhändler. Und der hat vielleicht sogar einen Eisarmreif da hier irgendwo. So, ne, das ist es, ne? Mit diesem winterlichen Armband holst du dir einen schnellen Gegenangriff etwas Lebensenergie zurück. Ja, okay. Danke. Hätte ich eher gebraucht. So, dann verbessern wir den. Und dann sind wir nämlich hier fett krass ausgerüstet. Natürlich müssen wir die Dinger noch tragen. Eisstiefel tragen wir. Eisrüstung tragen wir. Na. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt bestens ausgerüstet an dieser Stelle. Spring, nochmal schnell abspeichern.
Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns mal hier einen von diesen coolen Tränken holen. Extra Bonus-Lebenspunkte brauchen wir hier nicht. Ja, ja, einmal muss ich noch, das ist schon richtig. Hallo. Und zurück in den Vulkan. Aber ich habe jetzt eine mega krass fette Rüstung. Eine richtig böse, richtig dreckige, immer krass stark. Ich bin sowas von übertrieben overpowered Rüstung. What the fuck? Okay. Ich hab das Meisterschwert. Lololol. Nein. Mein Geld. So, jetzt die Frage. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Wir müssen jetzt nach... Da oben nach links anscheinend. Ich will hier nochmal gucken, ob sie irgendwie... Wait, what? Zieht euch das mal rein. Ich habe so eine fette Rüstung. Ich krieg nicht mal Schaden. Wie übertrieben ist das denn bitte? Geil. Also... Fuck that, ich bin jetzt sowas von overpowered. Ich schieße Eis. Ich kacke Elektroströme. Und ich habe keine Möglichkeit dahin zu kommen. Sehr gut. Vielleicht aber auch doch. Runter mit dir. Und komm, lasst es dem... Das muss unser Trick gewesen sein. Warum? Ich hab doch alles gemacht, was ihr gesagt habt. I don't get it. Okay, hier muss es doch irgendwas geben. Und irgendeinen Hinweis. Darauf, in welcher Reihenfolge man das hier macht. Wenn man das in einer Reihenfolge machen muss. Wohlgemerkt. Jetzt einfach mal. Irgendwas passt hier ganz gut gar nicht. Ich bin irgendwie... So, hier gibt es einen Weg hoch. Ist ja alles schon gut. Das ist ja fast so, als ob hier irgendwo irgendein Weg wäre, den wir noch nicht erreicht haben. Den wir aber noch erreichen müssten. Aber ich weiß nicht wo. Ah, Moment. Da unten. Ich sehe was.
Zahl hier irgendwie aufwärts. So, was haben wir denn hier? Minenfeld voraus, betreten auf eigene Gefahr. Okay. Juppaduppadi. Okay. Okay, da war eine. Ratespielchen an dieser Stelle. Meinetwegen. Ich glaube fast. Okay, für einen kurzen Moment dachte ich, ich hätte das System herausgefunden. Aber egal, das machen wir hier noch. Das ist ja relativ einfach gemacht. Und zwar als allererstes unter den, dann hier hoch, dann hier lang. Und ich glaube, geradeaus war falsch. Jawohl. Das heißt, da lang. Ah, jetzt wurde aber die letzte Mine gezeigt. Also, hier lang. Hier nach rechts, da nach oben. Zack, hier hoch. Zack, da lang. Dann hier lang. Und da lang. Und aufpassen. Fuck. Ich war der Meinung, ich hätte sie gesehen. Ja, das ist witzig. Hoffentlich gibt es zum Schluss so einen Death Counter oder sowas. Der nochmal zeigt, wie oft man in diesem Spiel draufgegangen ist. Das wäre ziemlich ulkig. Wait a moment. Überhaupt, warum mache ich mir hier so einen Kopf mit dem Feuer? Aha, aber es war richtig. So, so und hoch. Endlich. Ah, oh, toll. Und das Ganze für einen Herzcontainer. Wupp, wupp, wupp. Ich wollte schon sagen, wie soll ich denn da jetzt unversehrt zurückkommen? Schlange ist der Trick. Aber das bedeutet, dass das immer noch nicht der richtige Weg war. Aber hey, dafür einen Herzcontainer mehr. Haben oder nicht haben. Ändert nichts an der Tatsache. Dass wir hier noch hoch müssen. Und die große Frage, wie wir hier hochkommen. Trick ist einfach nur 1, 2, 1, 2, na komm, 2, 1, 2 und nochmal 1, 2. Nö. Na gut, an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bis dann.